Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkau-Oase. Ja, noch ein Kooperationsvideo. Im Moment ist es doch einiges. Ich hatte ja letzte Woche ausgepackt von Bibicraft. Da hatte ich mir ja eigentlich nur Stanzen ausgesucht. Einmal für Trauerkarten. Dann noch hier diese Kreise. Und diese ganzen Blumenrandstanzen, nenne ich es jetzt mal. Und ich dachte mir aber, dass ich gerne mit den Trauerkarten anfangen würde. Aus dem einfachen Grund, weil ich eigentlich gar keine zu Hause habe. Und ja, sowas kommt ja immer mal leider schneller, als man denkt. Dementsprechend dachte ich, wir fangen damit mal an. Ich habe hier auch schon grob was vorbereitet. Grob. Ich weiß noch nicht, wie ich die ganzen Sachen verziere. Ich werde jetzt auch noch ein paar Sachen raussuchen. So ein bisschen Washi-Tape. Ein paar Kartons. Also so ein paar besondere Karton. Also Glitter oder Holo oder was auch immer. Um die Sachen hier einmal auszustanzen. Und dann werden wir diese Karten zusammensetzen. Also wie gesagt, die Stanzen sind von bibicraft.com. Mit dem Code RENI5 könnt ihr auch 5 Dollar ab einem Bestellwert von 40 Dollar sparen. Und ja, dann würde ich sagen, ich gehe mal kurz noch auf die Suche. Das sollten wir mal schnell umdrehen. Nicht, dass hier einer mir was unterstellt. ich gehe jetzt noch auf die Suche nach dem Washi-Tape. Ich habe so ein paar Sachen im Kopf. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Hab vorsichtshalber auch schon mal die Heißklebepistole angemacht. Ja, bis gleich. So, ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet und jetzt bin ich noch beim Stanzen hängen geblieben. Also ich habe noch nicht ausgestanzt. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch überhaupt nicht, was für Papier ich jetzt generell nehme. Wo habe ich denn jetzt mal einen? So. Und schon wieder. Valentinstag ist heute für mich. So. Ich weiß nämlich gar nicht, wie die aussehen. Ich habe die noch nicht einmal ausgestanzt. So. Also ich denke, in dem glänzenden Schwarz mache ich mal ein paar mehr. Ich glaube auch einmal durchkurbeln langt. Ja. Die lassen sich eigentlich ganz gut ausstanzen. Ich bin jetzt mal bei den etwas feineren gespannt. Also die größeren, aber mit feineren Motiven. Da bin ich gespannt. So, das sollte erstmal reichen. Von dem Papier. Ich hatte mir hier so ein paar Papiere hingelegt. Das Problem bei den Dingern ist halt, dass die meistens, ja, das Papier lässt sich meistens nicht so toll durchstanzen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ups. Doch. Das einzige, die kleinen Teilchen, ja, die sind jetzt natürlich. Wo habe ich es denn jetzt wieder hingelegt? Okay, also ich kurbel jetzt noch ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so. Jetzt habe ich hier 3000 Dinger ausgestanzt. Ja, so viele nicht, aber doch eine ganze Menge. Also das Papier vom Action, das taugt hierfür nicht so gut. Aber das hier, da ging das richtig gut raus. Man kann die ja nochmal hier so ein bisschen hinlegen.
So. Dann habe ich ja hier meine vorbereiteten Karten. Ich muss gerade mal kurz gucken. Ich müsste irgendwie. So, ich müsste ungefähr bis dahin. Meine vorbereiteten Karten, die ich jetzt schon mal halb zusammengeklebt habe. Ich weiß nur noch nicht, was ich hier jeweils so drauf mache. Ich finde, die hier sind halt doch sehr groß. Das ist halt schon. Aber irgendwo muss ich die großen ja auch mal benutzen. Ja, ich denke, wenn man es flach draufklebt, ist es ganz okay. Oder man nimmt. Nee, das fällt nicht so gut von auf. Ich gehe jetzt auch, glaube ich, nur über den Rand. Klebt das dann hier so auf? So einigermaßen. Dann kommt nämlich das da. Ich muss das jetzt mal. Okay, meine Heißklebepistole ist schon ein bisschen lange an. Ich klebe nämlich dieses Vellum. Ich mache das ja immer so ein bisschen. Ich knicke das ja immer so ein bisschen und ich klebe das dann eben nur in diesem Streifen mit Heißkleber an. Wenn meine Heißkleberpistole funktionieren würde, was sie nicht immer tut. So. Wenn es klebt, dann kann man immer noch so ein bisschen nachjustieren. So. Gott, das kriegt man hier ab hier. So, ja. Das gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut. So, das ist die erste. Hier fehlt dezent noch ein Spruch, muss ich gerade mal so feststellen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hoffe, ich bin im Bild. Naja, so halb. Seht's mir nach. Auf meinem Schreibtisch ist leider ein bisschen viel Chaos. Könnte man jetzt hier das sieht irgendwie schief aus. Kommt mir das nur so vor. So, weil das wollte ich eigentlich irgendwie so hier hin machen. Und dann ist jetzt die Frage der Fragen. Weil diese Farbe ist hier drauf natürlich so gut wie nicht erkennbar. Eventuell müsste ich nochmal Silber ausstanzen, muss ich gerade mal so feststellen. Oder weiß. Puh. Naja, egal. Wir können ja erstmal die anderen machen. Ich habe ja noch ein paar. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Man muss ein bisschen dekorieren, ein bisschen gucken, wie will man es haben. Ich hätte gern von diesem Glanzschwarz ein bisschen mehr, habe ich aber nicht. Das ist doof. Das ist so ein bisschen sehr eintönig.
Ich glaube, das gefällt mir noch mit am besten. Also ich sehe schon, bis ich das jetzt hier fertig habe, die ganzen Karten, das dauert noch einen Moment und ich glaube, ich muss auch noch mal zwei, drei Silberne ausstanzen, weil irgendwie, ja, da muss ich noch mal kurz auf Pause drücken. So, ach ja, es ist schon gar nicht so einfach mit Trauerkarten, muss ich gerade mal feststellen. Ich habe jetzt auch auf manchen Nuvos drauf. Da muss ich jetzt auch noch mal aufpassen. So, ich zeige die jetzt noch mal im Einzelnen. Die ist jetzt ohne Nuvos. Genauso wie diese hier. Die hat auch keine. Die kann ich gefahrlos übereinander stapeln. Die finde ich ja persönlich recht gut. Ich muss hier, das ist noch vom, vom Embossing Buddy. Das muss ich noch ein bisschen wegmachen, weil ich den Stempel embossed habe. Aber ich finde das eigentlich gerade so edel, dass das halt eben nicht so aufdringlich ist. Dann haben wir die noch ohne. Und dann geht es nämlich los mit Nuvos. Ich habe schon ewig keine Nuvo-Drops mehr benutzt. Die hier trocknen klar auf. Die. Ich muss echt aufpassen hier. Diese. Und noch diese. Ich glaube, ich kann die gar nicht alle ins Bild legen, auch wenn ich es gerne möchte. So. Ich probiere es. Ja, okay. So halb. Ja, das waren jetzt insgesamt 10 Karten. Mit den Stanzen von BB Craft. Die verlinke ich euch auch wieder unten mit in die Infobox. Und wie gesagt, wenn ihr bestellt über 40 Dollar mit Reni 5, bekommt ihr 5 Dollar Rabatt. Ja, und ich bin gerade in den Nuvo-Trops gelandet. Das war ja irgendwie abzusehen. Aber die Karte ist noch nicht kaputt. Also es ist so in die Nuvo Drops rein, dass man es kaum merkt. Dann ist gut. Und an der Karte ist auch nicht wirklich was passiert. Das ist das Gute an dem Schwarzen. Also ich würde dann hier jeweils noch einen weißen Einleger reinmachen, eben dass man die, dass man reinschreiben kann, weil jetzt müsste man aktuell mit einem Silberstift reinschreiben oder mit einem weißen. Aber wenn man dann eben einen Einleger reinmacht, dann kann man ganz normal drauf schreiben. Ja, ihr Lieben, das war mein kleines Tutorial mit den Stanzen von bbcraft.com. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nächste Woche sehen wir uns dann mit den ganzen Blumenstanzen wieder, also mit denen. Und mit diesen Randstanzen, beziehungsweise Kartenrandstanz, wie auch immer man die nennt. ja, mehr wollte ich nicht sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Fühlt euch geherzt. Ciao.